Warte, wir essen mal noch so ein. Wie viel Obstsalat habe ich denn noch? Oh, einen. Oha. Oha. Wir Einen? müssen Naja, unbedingt gut, da müssen Obstsalat wir. Ja, machen. wir müssen ja sowieso. Müssen wir sowieso kochen, ne? Ja, nimm die Blume da mal da weg. Vielleicht kriegst du die ja da weg. Das Mini. Rein theoretisch müsste man wirklich jeden Tag reingehen, einmal die komplette Wiese alles abarbeiten, mit allem sammeln und hast du nicht gesehen, Maui! Müsste mal. Was hängt der überhaupt da rum die Ich ganze habe nicht Zeit? den Hauch einer Ahnung. Ich glaube, Ja. viele machen das auch so, ne? Ich denke schon. Ich denke schon. Naja, aber man muss auch die Zeit dafür haben. Ne? Die Frage ist. Denkst du da immer dran, das zu machen? Wahrscheinlich auch nicht so, ne? Nee, vor allen Dingen auch jeden Tag Zeit. diese ganzen Gerichte kochen und so weiter, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, ne? Naja, ja gut, aber es ist ja mittlerweile auch so, dass es kein Gericht ist, ne? Sondern auch öfter Blumen sind, ne? Ja, Oder? das ist das, was uns ja immer fehlt. Mhm. Ja. Hast du schon mal einen Schneemann gegossen? Ich mal. Der braucht das. Aber warum der Erik nicht geht, das verstehe ich nicht. Ja, die Frage ist, geht das nur bei uns nicht Ja, oder ich geht denke mal, das? dass der bei uns verbuggt ist. Ja, das wäre aber mal richtig Bullshit, ne? Ich denke, dass der verbuggt ist, weil wir haben ihn ja jetzt schon höher gelevelt. Hm. So, jetzt müssen wir einmal auf die Karte gucken. Ist da drüben schon fertig, ja oder nein? Wahrscheinlich nicht, ey. Ah, habe ich So. mir schon gedacht. Tja, Olaf, dann können wir uns jetzt erstmal verabschieden. Ich melde mich nachher nochmal, ne? Ich melde mich mehr. Ich rufe dich nachher nochmal an und dann geht das schon hier. Tschüss, lass uns später abhängen. Oh, danke. Gerne, Das macht gerne. mich so glücklich. Das weiß ich. Hier brauchten wir nur noch eine blaue, ne? Ja. Ich flitze einmal rüber, vielleicht sehe ich eine aus dem Augenwinkeln. Kann da sein, dass vielleicht jetzt schon. Einmal kurz rüberfleuchen, eine gelbe sehe ich. Rote. Nee, sieht nicht danach aus. Sieht mal schlecht Muss aus, man würde ich vielleicht mal noch ein sagen. bisschen warten. I think. I think I do the two. Ja. Na, Fisch haben wir auf jeden Fall auch jetzt gut, echt. Wie gesagt, da können wir ruhig ein bisschen mal angeln. Hecht. Ein Hecht. Ja, da gibt es auch kein Manche Menschen Rezept sind es mit. sicher, dass Also. man für sie schmilzt. Was? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was er möchte. Ja, mal so Ist hier erzählen. irgendwas? Komische Teil. Nee. Oh Mann, eine blaue fehlt uns wirklich nur noch Eine hier. blaue. Und unten die vier, ne? Ja, bei Mutter Gudel meinst du, ne? Ja, Ja. Ja, sonst müssen wir wirklich tatsächlich erstmal was anderes machen. Wir gehen jetzt gleich kochen. Das war jetzt so mein Ansinnen. Ja. Ja, und dann. Aber wir gehen bei Remi kochen, nicht bei uns. Ja, besser. Ja, sieht nicht so gut aus, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Leider. Oh, doch, 20! Warte Ach. mal. Blaue Sternlinie 20. Also fehlt jetzt nur Nur noch noch das. bei Mutter Gotel. Okay. Ja, das sollte funktionieren, denke ich.
Und dann können wir endlich den Dings machen. Ja. Die Ballonarie. Ja. Oh, sollen wir gleich nochmal bei Mutter Gotel einmal runtergehen? Ja, versuch. Schaden kann es nicht, oder? Nee. Ich weiß, ich könnte diese ganzen Blumen jetzt auch wieder mitsammeln, aber ich habe da echt keinen Nerv drauf, ne? Ein bisschen schwierig, die ganze Situation. Ja, also versuch das mal. Wenn du irgendwas siehst, schreib mich ruhig an. Ich bin ja Kummer gewohnt. Ja, das ist auch immer so düster. Ja. Lilla. Oh, hier habe ich sogar noch so einen vergessen. Was ist mit mir los? Na gut, das übersieht man auch wirklich schon mal. Oh, hast du eine? Ja. Jawohl. Drei. Hey. Ist grün. Orange. Also die spawnen wieder, ne? Also es ist jetzt nicht so. Ja, ich sag ja, also mit ein bisschen Glück, wenn du jetzt immer wieder direkt gucken gehst. Vor allen Dingen alles, was ich wegsammel, kann gleich wieder neu spawnen, ne? Ja. Bei dem Nebel sieht man ja wieder nichts hier. Gar nicht. Kommt wieder schlechtes Wetter. Bei der ist immer schlechtes Wetter, bei der Schnepfe. Macht schlechtes Wetter. Ich glaube auch. Hm? Da soll man Vertrauen aufbauen, weißt du? Ja, echt. Kannst du voll knicken. 17, noch drei Stück. Drei Stück, das kriegen wir hin, denke ich. So, dann gehen wir jetzt zu Remy. Mhm. Remy, Martin. Remy. Oh, hier ist auch überall Nebel. Ja, tatsächlich. Alter, Daus. Scheiße Wetter. Scheiße Wetter. Ja, geh mir nicht auf den Sack. Du hast sowieso, du hast verkackt bei mir. Echt mal. Wenn wir mit dir mal was Schönes machen, Blümchen sammeln und so und... Oh, vergiss es. So. Müsste jetzt mal gucken, die Kürbissuppe, und zwar, wie viel Ingwer also, wir haben. Was willst du denn, warte mal, was willst du denn jetzt? Willst du jetzt ein bisschen Schotter kochen, dann... Wir machen erstmal, ich würde erstmal die Kürbissuppe kochen, gucken. Sag mir mal, wo die ist. Weil wir haben ja noch andere Sachen, die wir halt auch... Guck mal, wir haben 48 Ingwer und 54... Kürbisse. Moment, ich guck mal ganz kurz, ja? Das wollte ich nur gucken, wie viel wir Ingwer und Kürbis haben. Okay. Das kann ich dir sagen. Wir haben 48 Ingwer und 54 Kürbisse. Also mehr könnten wir von dem Kram sowieso nicht kochen. Oder soll ich bei uns zu Hause kochen gehen? Nein. Nö. Ich gucke mal. Könnten wir mal nach den Fischen gucken, wie viel da ist und so. Also rein theoretisch können wir das jetzt machen. Wir können ja die Suppe schon mal machen, wenn du willst. Brauchen wir irgendwann noch für was anderes? Ich habe jetzt mal grob drüber geguckt, ich glaube tatsächlich nicht. Also wenn du willst... Dann mache ich 30 Kürbistüten, Kürbissuppe. Du brauchst für die, Milch. Für die Suppe brauchst du eine Karotte, Kürbis, ja. Ingwer und Milch. Also ja. Milch müsstest du kaufen. Ja, deswegen 30 Milch sind schon teuer, oder? Ja. Also oder nur 20? Nee, mach mal ruhig 30, weil wir werden jetzt mal, wenn du willst, verkochen wir jetzt mal so einiges. Die teuren Fische und so verkochen wir mal. Ja. Und dann hast du auch auf jeden Fall eine Menge Schotter. Guck mal, für die 30 Milch habe ich 6.900 bezahlt. Ja, das ist aber nix.
Weil das hast du ja schon dann praktisch mit 6 Gerichten mehr oder weniger wieder raus. Ja, ja. Kürbissuppe. Ich hoffe, dass er mir jetzt auch immer... Was haben wir denn an Salat? Nicht, dass er mir immer den Salat reinknallt. Der wird mir immer den Salat reinknallen. Das ist natürlich... So. Siehst du? Warum nimmt ihr immer Salat? Ich weiß es nicht. Warte mal. Ach. Ich werde das jetzt immer ändern. Oder hat das dann eine andere, das hat eine andere Qualität dann, ne? Ich mach mal eine so. Ja. Guck, ja, muss man nachgucken. Guck, ja. Was vom Preis her höher ist, kannst du ja dann nehmen. Es ist ja, geht wahrscheinlich da nur um den Preis. So. Wie, ne? So. Die mit, die erste gibt 1557 und die zweite gibt 1503. Aber welches ist jetzt welche? Mach mal die mit dem Salat nochmal. Ich mach mal die mit dem Salat nochmal. Kürbissuppe. Die mit dem Salat ist diese hier. Die bringt weniger. Ja. Die bringt weniger, die mit dem Salat. Ja. Guck, 57, 54 ja. Weniger. Ja, dann nimm Karotte. Ja, dann muss ich zweimal umändern, aber ist egal. Ja, weil Karotte ist ja rucki-zucki. Das finde ich auch unmöglich, dass man das dann jedes Mal abändern muss. Weißt du, das, also... Dass wenn du selber halt eine Karotte da reingibst, ja, dann möchtest du das ja mit Karotte kochen. Warum ja, ja. Musst du dann jedes Mal, also das ist irgendwie... Lilip. Das Signal wirst du jetzt ein paar Mal hören. Ja, ich weiß. Das war nicht schlimm. Ich versuche, deswegen habe ich gedacht, vielleicht nicht ganz so viele zu machen, aber... Naja, aber wir irgendwann müssen wir es machen, ne? Ja, wir brauchen ja auch ein bisschen Kohle, das ist ja nun mal so. Du kannst ja schon mal ausrechnen, wie viel es ist. Was dabei rumkommt. Aber überleg mal, bei 30 Mal, ne? Ja. 30 mal 54, was allein du da verlierst, nur weil da Salat drin ist, statt. Naja, ja. Wie gesagt, ich finde es halt ätzend, dass das dir das also vorgibt, mehr oder weniger, ne? Also. Das sind 1500, die du weniger hast. Ja. Ich würde ja auch gerne aus dem Verlauf kochen, ne? Ja, das geht auch nicht, ne? Oder was? Nee, ich kann es mal noch mal gucken. Ich gucke auf den Verlauf. Aber jetzt siehst du ja hier dies. Aber du kannst es nicht noch mal anklicken, dass du es noch mal machen willst. Komisch. Oder hier müssten sie auch so einen Zähler reinschmeißen, wie viel du davon kochen willst, ne? Richtig. Ja, ich finde, ich denke mal, dass das auch noch irgendwann kommen wird, weil das ist ja so, muss man schon sagen, sehr, sehr, sehr umständlich, ne? Naja, aber du sollst ja nicht so schnell die Sachen kochen können, ne? Ja. Das soll dich ja davon abhalten, so Geld zu verdienen, ne? Ja. Ja, ja, das ist schon... Ja, aber wie willst du denn sonst? Ja, Stück für Stück, peu à peu, so wie wir das gemacht haben. Ja gut, ich meine, so machen wir es ja auch immer noch, ne?
Hast du denn schon schöne Fischgerichte rausgesucht? Ja. Plop, 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 plop. Das Gute ist, ich kann nebenbei jetzt Kaffee trinken. Ja, das ist. Dann kann ich aber irgendwann auch mal machen. Dann müssen wir mal kurz vielleicht eine Pause machen. Oder du gehst jetzt Pipi machen, während ich hier. Tee machen. Ja, da kannst du auch machen. Kannst du schon mal aufsetzen. Der duert hier noch im Betten. Ja, okay. Derzeit werde ich hier schön mein Käffchen genießen, meine Karottis reinschmeißen. Karottis, sehr gut. Der duert alles im Betten. Wir haben ja auch jetzt so viel nicht mehr zu erledigen. Also, bei Erik werden wir wahrscheinlich echt lange brauchen, bis wir den gelevelt kriegen, nur über Geschenke. Ich bin tatsächlich schon am Überlegen, ob ich das wirklich mache, dass ich ihm jetzt täglich seine Geschenke zusammensuche. Aber das ist für mich zusätzlich zum Stream, zu den ganzen Aufnahmen und zum Leben hin echt schon ganz schön viel. Also muss ich jetzt mal so sagen, ne? Aber hier, das sind wirklich 1540, glaube ich, 1540 oder mehr, die wir hier versemmeln würden, wenn wir den Salat drin lassen. Das ist ja wohl auch. Ich finde es krass. Ich finde es absolut krass. Nee, sind mehr, 1600 irgendwas. Das finde ich viel. Also, wenn man wirklich sich so das zusammenklauben muss, wie wir das machen, da wir ja nicht einfach so spielen. Ich könnte jetzt auch sagen, ich sammle die ganze Zeit Ingwer, ich sammle die ganze Zeit dies, jenes, welches, jeden Tag mehrere Stunden, dann wäre ich natürlich schnell durch. Aber das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Und ich sehe jetzt immer so am Karottenverbrauch, wir haben jetzt ungefähr 21 Suppen fertig. Also, so lange brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Aber mühsam erarbeitet. Ja, die nächsten Kürbisse sind ja schon am Start. Und ich würde tatsächlich heute auch noch mal welche pflanzen. Ich hoffe, dass wir die Zeit dazu haben. Dass wir die Zeit dazu bekommen, dass wir im nächsten Stream dann auch gleich wieder ernten können. Ein paar Kürbisse kann man so verkaufen. Man kriegt wirklich gutes Geld. Was war das? Pro Kürbis 600 oder sowas? Macht bei 30 Kürbissen 1800. 18.000. Hier kommt ja natürlich durch die Suppe ein bisschen mehr zusammen. Aber man muss auch die Milch abrechnen. Das muss man ja auch noch. Aber man kriegt wirklich wesentlich mehr, wenn man die Zutaten verkocht und dann verkauft. Zumindest bei den meisten. Das war die letzte Milch. Habe ich gerade festgestellt. So. Dann hätten wir das schon mal. Milch jetzt alle. Können wir nicht mehr machen. Dann werde ich jetzt noch mal schnell, bis Manu wiederkommt, über die... Wo mussten wir noch mal hinten unten? Bei Mutter Godel, ne? Oder hatten wir da? Wo hatten wir die noch nicht? Ne, hier oben im Wald braucht man. Ich gehe noch mal gucken, hier oben schnell im Wald. Noch mal gucken nach Blümchen. Da ist schon wieder was gewachsen. Das können wir schon mal mitnehmen. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Blümchen, was wir brauchen. Aber alles, was wir wegsammeln, da kann Neues spawnen.
Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Hallo, ich bin in der Zeit, wo du jetzt da beschäftigt bist, noch mal kurz über die Wiese. Ja. Du musst ja gleich noch mal deinen Tee holen, ne? Ja, eben. 3 Minuten. Muss er jetzt ziehen und dann... Ja, ich dachte, ich hüpfe noch mal einmal schnell über die Wiese. Ja, ist gut gemacht. Die Suppen sind für dich. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir eben halt... 100 Dings in Sand gesetzt quasi. Was haben wir in Sand gesetzt? Ja, 100 Taler in Sand gesetzt, weil... Warum? Durch die beiden Salatsuppen, ne? Ich hätte jetzt schwören können, dass der Salat das meiste bringt, ne? Dass die das Niedrigste da reinmachen, ist halt echt die Krönung, oder? Das habe ich aber schon mal. Das sind ja schon mal. Da habe ich gesagt, dass Karotte da was anderem hat. Ja, ja. Deswegen wollte... Das stimmt so gar nicht. Das ist nicht ganz richtig. Wenn ich das nicht geglaubt hätte, dann hätte ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Also bitte, ja? Ja, das ist die Logik, die ist umwerfend. Boah, du vertraust mir nicht. Ja, du mir nicht. Soweit ich einen Elefant werfen kann, jetzt ist Schluss hier. Ne, wenn du mir nicht glaubst. Schluss jetzt. Lass mich hier nichts unterstellen. Nein, alles gut. So. Hier hätten wir noch mal was zum Ausgraben. Aber Blümchen tatsächlich keine, ne? Also schon, aber... Ja, du brauchst ja die Hütte, wenn jetzt noch. Die kriegst du auch noch. Also, dann mach dir mal keine Sorgen, dafür nicht mehr sicher, dass du das noch bekommst. Wenn ich den hier sehe, dann weiß ich schon wieder, dass die ganzen Blümchen von Haus aus verschwinden. Die stecken den Kopf in Sand. Eingebildeter Fatzke. Ja, ich mach hier mal ein bisschen Holz weg. Ich glaube, alles, was weg ist, kann spawnen, ne? Oh, ich möchte dann... Irgendwann möchte ich mich mal ganz in Ruhe hinsetzen. Ich weiß nur nicht, ob das für die Zuschauer vielleicht sogar zu langweilig wird. Die schönen Obstgarten machen, so mit Zäune und so. Man hat ja hier genug auch an Dekorationsmöglichkeiten, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ach, Mann, ich sehe doch nichts so. Herr im Himmel. Na, siehst du, eine Kohle rausgeholt. Kann man den eigentlich auch ausgraben? Nee, den nicht. Guck mal, hier steht noch ein Blümchen. Oh, so, ich hol mal meinen Tee. Ja, hol deinen Tee. Ich weiß, dass wir die Hölzer tatsächlich gar nicht brauchen momentan. Aber da gehe ich auch nach dem Prinzip, was wir haben, haben wir. Was wir kriegen, wissen wir nicht. Ich hätte immer hier unten durchgehen können, ne? Ist egal. So, Zitrone. Und die ganzen Sachen, die Manu mir jetzt sagt, die bräuchte ich eigentlich immer nur gucken, wo ich die finde. In unserem Rezeptbuch, die haben wir tatsächlich ja schon eigentlich alle gekocht. Die haben wir ja tatsächlich alle schon gekocht. So, einmal... Oh, da steht noch ein Blümchen. Zack. Ja, ihr beiden steht auch rum. Aber euch beide habe ich schon, ne? Ich weiß es nicht. Warte mal. Nee, habe ich jetzt keinen Nerv. Da müsste ich mich jetzt wieder... Nee. Ach, hier hatten wir ja schon 20. Die brauchen wir ja gar nicht. Sternlilie haben wir. Sumpfmilchgras brauchen wir. Och, Menno. Warum sagt das denn keiner? Nein, kann ja keiner wissen. Ich hätte bei Gotel gehen müssen. Naja, egal. War halt nicht in der Nähe, ne? War halt nicht in der Nähe. So, sollen wir zu Hause kochen oder hier? Das ist mir eigentlich egal. Also, ich würde sagen da, weil... Dann kannst du gegebenenfalls auch. Ich habe eben schon zu den Zuschauern gesagt, die Gerichte, die du mir jetzt sagst, die brauchen wir ja gar nicht erst groß gucken. Es sei denn, es muss gekauft werden. Aber die haben wir ja alle schon mal gekocht, ne? Vieles davon auf jeden Fall. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Wir fangen jetzt auch mal mit einem an, wo wir nichts kaufen müssen. Und zwar
Da kannst du mir jetzt auch mal sagen, wie viel wir davon haben. Seeteufel, wie viele haben wir? Da müsste ich jetzt irgendein Rezept raussuchen. Ist das eine Hauptspeise? Das habe ich hier nicht. Ich habe hier nur die Zutaten stehen. Ja, ich kann jetzt nicht zugreifen. Ich muss jetzt irgendwas nehmen. Warte, nee. Da passt ein Seeteufel rein. Ach so, ja, nee, das ist... Warte mal. Doch, warte. Natürlich, ich bin blöd. Seeteufel, dieser hier, ne? Da aber nicht der. Nein, das war der festliche. Hallo, 8. 8, sehr gut. So, das kochen wir jetzt. Seeteufel. Das kochen wir. Ein Seeteufel. Tomate. Kirsche. Herrgott, wo ist das Gemüse? Da. Tomate. Kartoffel. Abschnitt. Doch. Mach mal. Bohnen. Mach mich nicht fertig. Kartoffel. Zucchini. Und Gurke. Zucchini. Nicht Gurke. Okra, Zucchini. Ja. Seeteufel, Tomate, Kartoffel, Zucchini. Ja. Bist du sicher? Ganz sicher. Gebratener Seeteufel heißt das. Und das haben wir schon tatsächlich. Ja, und das kochst du jetzt, bis der Seeteufel weg ist. Das ist ein Hauptgericht, ne? Ja. Gebratener Seeteufel, hier haben wir ihn. Ausfüllen. Zack. Wenn du mir das Gericht gesagt hättest, dann hätte ich das gleich ausfüllen können. Ich habe hier damals, wir haben, wie die Gerichte heißen, nicht aufgeschrieben, sondern ich habe nur lediglich die Zutaten. Ja. Ja, und eben das, was am meisten Schotter bringt. Wo wir halt gut, ne? Unsere Fischkisten werden leer. Ja, das sollten wir gleich auch gut so, ne?